Teilnehmerin. Ja, warum sind Sie heute hier? Um was geht's Ihnen? Bitte schön. Also mir geht es darum, dass hier keine Waffen produziert werden und dass wir uns alle hinterfragen sollen und nachdenken sollten, was Frieden überhaupt bedeutet für alle in der ganzen Welt. Menschen, Frieden, grüß sie tausendmal und kommt euch bald zurück. Guten Tag, da ist er, euer Micha, die Alternative zum Lückenfernsehen, zum Lücken-TV. Ja, hier ist Paul. Also ganz klar nochmal Frieden ohne Waffen und Frieden erreichen mit Diplomatie. Jeder Tag, der Krieg gewesen ist von den letzten 1000 Tagen oder auch im Gazastreifen, egal wo auf der Welt, das ist ein Tag zu viel und es muss sofort begonnen werden zu verhandeln. Und wenn der Scholz mit Wladimir Putin telefoniert, dann ist das ein erster Schritt und ich kann mir nur wünschen, dass es ehrlich gemeint ist und dass Scholz im Sinne von uns Menschen, und damit meine ich sowohl Russen, Europäer, wen auch immer, dort spricht. Auf unserer Demo für Frieden und Abrüstung. Moralisch schon etwas anspruchsvoller im Gegensatz zu staatlich gelenktem Kampf gegen rechts, dem wir heute wahrscheinlich auch noch begegnen werden. Nicht begegnen werden wir der lokalen Politik in Form von Oberbürgermeister und Landrat. Während der eine Aktivitäten zum Erhalt des Waggonbaus unterstützt und dazu im stetigen Austausch mit dem Betriebsrat ist, widmet sich der andere Termin im Ehrenamt und möchte nicht mit Freien Sachsen demonstrieren. Wäre es darum gegangen, gegen Rechts zu kämpfen, sein Geschlecht und seinen Verstand zu verleugnen, dann wären diese Leute samt Kretsche aus Dresden sicherlich angereist. Aber für Frieden und Abrüstung geht man natürlich nicht mit freiheitlich denkenden Menschen auf die Straße. Das Bündnis Oberlausitz sowie engagierte und besorgte Bürger der Stadt Görlitz und Umgebung möchten auf die anstehende Werksschließung von Alstom Görlitz und damit den Wegfall von Industriearbeitsplätzen in Görlitz und der Region aufmerksam machen. Sicherlich eine Hoffnung für einige Betriebsangehörige, aber nicht wirklich eine Alternative, den Betriebsstandort möglicherweise mit einer Rüstungsfirma weiterzuführen. Und hat er sein Geschwätze von gestern satt, gilt es heute halt nicht mehr. Drum links, zwei, drei, komm du alter Pazifist, reih dich ein in die Kriegstreibeinheitsfront, weil du auch ein Grüner bist. Danke. Weil der Mensch nur Mensch ist, drum will er Kriege führen, bitte sehr. Und wenn er nur mehr kleines Geschütz noch hat, müssen schwere Waffen her. Und Maske und Krieg wahrscheinlich einen Zusammenhang gibt. Die toten Soldaten, die merkten zu spät, dass es Herrscher die Ungesundheit geht. Nur darum, dass jeder stets wie ein Soldat ihren Befehlen zu folgen hat. Doch die Ungeimpften verweigern sich. Darum stellte man sie vor Kriegsgericht. Wir leben. Thank you.
erste Schicht an. Stimmen im Wind, die so zärtlich und so liebevoll sind. Wir gehen zu meinen Erfahrungen, die Leute. Wir haben keine Meinung. Wir müssen uns entscheiden. Unwiderruflich, endgültig. Jetzt an dieser Stelle die Frage, was hat St. Martin, Wolfgang Effenberger und Florian Pfaff gemeinsam? Sie haben Nein gesagt. Nein zum Kriegsdienst. Stellvertretend für alle anderen, die das auch getan haben, mit allen daraus resultierenden Konsequenzen. Das war für keinen einfach. 90, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg, der war ein klares Verbrechen. Das hat ja Schröder zugegeben, dass es Völkerrechtsbruch war. Da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Das muss sich ändern. Ich bin nicht gegen die NATO. Ich bin dafür, dass die Kameraden umdenken. Ich bin nicht gegen die Bundeswehr. Ich bin dafür, dass sie wieder umdenken, auf den Boden von Recht und Gesetz zurückkommen. Ja, das war die Friedenskundgebung gegen die geplante Waffenfabrik und Panzerfabrik hier in Bautzen. Von euer Micha, die Alternative zum Lückenfernsehen, zum Lücken-TV. Ja, für mich persönlich emotionale Demo nach langer Zeit. Mir gingen die manche Redner durch Mark und Bein. Ja, also, jetzt ist Wochenende. Ich sag da mal Cheerio, bye bye, euer Micha. Und eins hätte ich noch, wenn es euch gefällt, was euer Micha so macht, nur mit eurer Hilfe funktioniert die alternative Medienarbeit. PayPal, Fang findet ihr unten im Kanal. Ich sag schon mal danke, Cheerio, bye bye.